Hallo und herzlich willkommen zurück zu WoW Oldschool mit mir, dem Erika und dem Devonka. Hallo und Tag. Heute machen wir eine kleine Bonusfolge, denke ich, weil wir heute die drei Raids zeigen mit nur einem Boss. Ja. Beziehungsweise hier drei kleinen Bossen, aber die machen wir nicht. Aber das seht ihr dann später schon. Der erste ist hier. Satarion. Der hat zum selben Raid-Content gehört wie Naxxramas. Und ja. Was kann man sonst noch sagen? Der war damals schon nicht schwer. Das stimmt, ja. Ja, doch, mit drei Drachen war er damals schon einigermaßen anspruchsvoll. Ja, drei Drachen muss. Hat der Hammerhund nur die ganz harten dann irgendwann gemacht. Am Anfang halt. Ja. Ja, wie ihr seht, hier sind drei so. Komische lila Drachen und die kann man entweder töten oder man lässt sie am Leben und dann helfen die irgendwann dem Boss. Ja. Und je mehr man leben lässt, desto schwieriger ist der Boss dann. Und wenn man alle drei leben lässt, dann kriegt man halt einen Mount und wir lassen jetzt alle drei leben, weil erstens ist es nicht mehr schwierig und zweitens hat der Bunker das Mount noch nicht. Ja. Ja, und den Trash muss man wegmachen, sonst greifst du nämlich ja auch noch mit an. Das ist dann scheiße. Das hier war, glaube ich, damals der erste Raid-Content, wo ich richtig Endgame geradet habe. Also den habe ich. Satarion. Ja. Okay. Also den habe ich damals drei Drachen gemacht. Und danach Uldur halt auch alle Hard Modes. Ja. Ja, gut, Naxxramas konntest du ja nicht wirklich auf Hard Mode gehen, ne? Nee. Nur Erfolge halt. Jo. Deswegen, wie gesagt, das war eigentlich der erste Hardmode-Boss, den ich gemacht habe. Und davor, PC, habe ich nicht wirklich krass geradet. Also, 10er halt, aber sonst. Ja. Ja. Und jetzt geht's so. Schon auf zum Boss. Trash war's das jetzt? Ah, oh, das war damals auch ätzend, den ganzen Trash zu machen. Wie viel Leben? Ja. 2,5. Naja. 2,5, den töte ich ja, bevor auch nur einer von den Drachen da ist. Ja, hoffentlich. Hier kamen doch immer die Wellen, die einen in die Lava gekickt haben. Ja. Oh, da inkt der Erste. Down. Oh Mann, hey. Dann mal GZ zum Mount. Juhu. Hey, sind noch Eds. Ja, ja. Ich nehme mal die Beutetasche mit, ja. Ja. Was gibt's hier sonst so? Ein Gürtel. Oh, eine 22 Plastasche. Hey, da sind deine Hände gedroppt. Stimmt. Das ist eine Tasche? Ja. 22 Platz. Brauchst du die? Ne, die ist bei mir gar nicht gedroppt, die ist einzigartig, die habe ich, glaube ich. Okay. Das ist Tasche aus Drachenhaut, oder? Ja. Ja, die habe ich schon, die ist einzigartig. Okay. Wahrscheinlich, also ich habe sie nicht gekriegt. Ja, dann machen wir hier einen kurzen Break und dann sind wir gleich beim nächsten Drachen wieder da. Genau. Bis gleich. Hallo, und da sind wir auch schon wieder. Wir sind eigentlich bloß zwei Türen nebenan gegangen. Also ja. Eigentlich hätten wir gar nicht unterbrechen müssen, aber naja. Was soll's. Der Boss ist jetzt aus einem anderen Raid-Content. Der kam eigentlich nur als Filler zwischen den Add-ons. Also gehört eigentlich zu keinem wirklichen Raid-Gear. Nee. Tier. Droppt auch keins. Kein also. Set, ja. Ja. Kam also quasi nach Eiskrone irgendwann. Wir schieben den jetzt bloß ein, weil. Ja, sonst. Erstens wären die Folgen sonst zu kurz für die eine Woche mit den zwei Drachen bloß. Und zweitens die danach alleine zeigen, ich weiß ja nicht. Ist auch langweilig. Das ist schon was, hey. Ist das ein Boss? Das ist so ein Miniboss, ja. Der macht uns jetzt alle.
Aber Hallion war früher lustig, ey. Nee. Doppelter Schmerz. Ich weiß nicht, ob bloß der erste umfallen muss. Oh Gott, ich brauche Heal. Ja, ja. Alter, die geben mir aber mal richtig hell. Oh ja. Passt. Oh, der Puzzlerring. Ein Puzzlering der Macht, geil. Ja, aber man merkt auch, während Meldon steigt die Schwierigkeit dann schon an. Also die Mobs hier halten schon deutlich mehr aus. Ja, definitiv. Und teilen auch deutlich mehr aus. Alter. Oh, die teilen schon ganz gut aus, die Viecher hier. Muss ich ja bald auf viel umzwecken, ey. Ja. Wenn es so weiter geht schon. Wobei es, glaube ich, reicht, wenn du in der Eule healst. Ach, da müssen, ja, da habe ich halt nicht so viel Heal, ich glaube, da kommen wir noch nicht rein. Oder kommen wir da rein? Ich glaube nicht. Müssen wir erst noch auf die andere Seite rüber. Spätestens, wenn wir Cataclysm probieren, dann muss ich auch auf Tanks backen. Ja, ich glaube aber Cataclysm, weiß nicht, ob wir das schaffen. Ja, kann man ja mal ausprobieren, ne? Ja. Einfach mal reingehen und gucken. Ich glaube, hier muss man auch allen Trash wegmachen, bei Hallion. Echt? Ich glaube schon, ja. Ja, weiß nicht. Die zwei da teilen aus, hey. Ja, ich merk schon. Ich will immer noch nicht rein. Erst den da. Gott. Nein. Was ist denn das, was macht sie denn? Flammen auf und schießen. Ach, die kommt schon wieder runter. Oh Gott, ich habe irgendwas abgekriegt. Ich bin desorientiert. Ja, ja, wir waren bloß zwei, deswegen kriegen wir es halt beide ab. Sag schon, der Trash da hinten irgendwie. Kommen wir zu dem Typen da hoch. Aber ich glaube, wir müssen den Trash hier wirklich wegmachen.